Reiseführer Sonnensystem. Per Anhalter durchs Planetarium. Am Rande eines Spiralarms der gewaltigen Milchstraße, 27.000 Lichtjahre von deren Zentrum und 23.000 Lichtjahre vom äußersten Rand entfernt, mitten in einem verkehrsberuhigten Bereich der Galaxis, dort, wo die vorhandenen Sterne vergleichsweise weit auseinanderstehen und auch eher nur klein bis mittelgroß sind, dort liegt unser Heimatsonnensystem mit unserem Stern, der Sonne, und mit Mutter Erde. Und dieses Sonnensystem lohnt allemal eine Sightseeing-Tour, zu den vier kleinen sonnennahen Felsenplaneten, darunter auch die uns so sehr vertraute Erde. Und dann quer durch tausende Asteroiden in die Zone der sonnenähnlichen Gasgiganten und deren Heerscharen von Monden. Die Reise endet im Randbereich unseres Sonnensystems, wo dieses Planetarium in den interstellaren Raum übergeht. Auf dieser etwas anderen Bildungsreise werden wir uns vom Sonnenlicht mit entsprechender Geschwindigkeit tragen lassen und dabei ausgefallene Welten sehen und per Audioguide Zeuge kurioser Vorgänge und Gegebenheiten werden. Und wir werden bemerken, was unsere Mutter Erde als den blauen Diamanten zu dem macht, was er ist. Wir beginnen unsere Runde durchs Planetarium bei unserem Stern, der Sonne, deren Licht uns anschließend weitertragen wird und die als der uns nächstgelegene Stern mit ihrer beeindruckenden Kraft, ihrem Licht des Lebens und ihrer ehrfurchtgebietenden Erscheinung seit Menschengedenken Fantasie, Märchen und Mythenwelten der Menschen beflügelt hat, so dass sie von fast allen Hochkulturen der Geschichte, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, zu einer Göttin ernannt wurde. Unter den etwa 200 Milliarden Sternen in der Milchstraßengalaxis fällt er gar nicht auf. Unser Stern, die Sonne. Sie ist nicht größer, nicht heller oder auch nicht heißer, als andere Sterne es im Durchschnitt sind. Es gibt Sterne, die nur etwa 1% der Größe der Sonne haben, aber es gibt eben auch Sterne, die gar 100-mal größer als die Sonne sind. Und doch ist sie für uns hier auf Erden der Haken, an dem der seidene Faden allen Lebens aufgehängt ist. Seit 4,6 Milliarden Jahren scheint sie bereits, und sie wird es auch gut nochmal ebenso lange tun, bis der Vorrat an Wasserstoff zur Energiegewinnung in ihrem Kern versiegt ist. Dann, also in etwa 5 bis maximal 8 Milliarden Jahren, wird die Sonne, wie alle Sterne, in einem Spektakel, das man Supernova nennt, sich durch einen großen Temperaturanstieg auf das ca. 100-fache ihrer normalen Größe aufblähen, dabei wohl Merkur, Venus und Erde zerstören, auch dabei ihre äußersten Schichten explosionsartig ins Weltall hinausblasen und anschließend überwältigt von ihrer eigenen Schwerkraft zu einem scheinbar winzigen, aber dennoch hochkompakten Gebilde, einem sogenannten weißen Zwerg, zusammenstürzen. Der weiße Zwerg, eine Form von Sternenruine, wird allmählich abkühlen und dann endgültig aufhören zu leuchten. Bis dahin ist aber dann noch etwas Zeit. Heute steht die Sonne in der Mitte ihres Lebens und voll im Saft. Ihre Energie ist Kernenergie. Durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen im Innersten der Sonne wird Wasserstoff in Helium umgewandelt. Als Nebeneffekt werden unglaubliche Energien freigesetzt. Ganz nach der Formel E ist gleich M mal C Quadrat. Also Energie ist gleich Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Das ist ganz nach dem Prinzip einer Wasserstoffbombe. Diese Energie strahlt die Sonne in Gestalt von Wärme, Licht und UV-Strahlung in den Weltraum ab.
Bei mittelgroßen Sternen wie der Sonne macht gelbliches Licht den Hauptbestandteil der erzeugten Strahlung aus. Und solange die Sonne diese Energie und diese Kraft in ihrem Kern erzeugt, weil ihr Wasserstoffvorrat noch ausreicht, wird sie auch nicht, anders als in vielen Katastrophenfilmen, verfrüht dargestellt, durch ihre Schwerkraft bedingt in sich zusammenstürzen. Es lebe die Sonne, und das noch möglichst lang. Von der Sonne aus lassen wir uns jetzt mit den Sonnenstrahlen mitreißen, um zur nächsten Sehenswürdigkeit des Planetensystems zu gelangen. Wir erreichen den von der nahen Sonne vollkommen versenkten Götterboten Merkur nach gerade mal 3 Minuten. Merkur, ein Platz an der Sonne. Der Planet Merkur ist näher an der Sonne als jeder andere Planet, so dass das Sonnenlicht zu ihm halt nur 3 Minuten benötigt und sein durchschnittlicher Abstand zur Sonne 38,7% unseres Abstands zur Sonne, also anders ausgedrückt 0,38 astronomische Einheiten, beträgt. Optisch hat er mit all seinen Rissen und Kratern Ähnlichkeit mit unserem Mond. Und er ist auch nur ein Stückchen größer als der Erdenmond. Er selbst besitzt weder einen Mond noch eine richtige Atmosphäre. Dafür hat er einen übergroßen Eisenkern und daher auch ein für seine geringe Größe riesiges Magnetfeld, das sogar noch größer ist als das des Mars. Seine Schwerkraft dagegen ist natürlich schwach, da er so klein ist. Deswegen kann er auch keine echte Atmosphäre festhalten. Wärme kann Merkur ohne eine Atmosphäre äußerst schlecht speichern, weshalb er bei Tag von der nahen Sonne auf über 400 Grad erhitzt wird, aber bei Nacht die Temperaturen rasch auf minus 170 Grad herabstürzen. Viele Meteoriten, die die nahe Sonne anzieht, haben auf dem unglücklich im Weg stehenden Merkur ihre Narben hinterlassen. Der größte Einschlagskrater, das sogenannte Kalorisbecken, ist 1000 Kilometer breit und damit viel, viel größer als jeder Meteoritenkrater auf der Erde, wo der größte nur ca. 200 Kilometer breit ist. Ein solcher Meteorit, der auf dem Merkur das Kalorisbecken ausgehoben hat, sollte also besser nicht auf Erden einschlagen. Merkur ist den Menschen schon seit der Antike bekannt und wurde auch nach dem römischen Götterboten Merkur benannt. Besucht wurde er bisher von den Forschungssonden Mariner 10, 1974 und Messenger 2004, die dort stellvertretend für die Menschen Messungen und Untersuchungen vornahmen und ihre Ergebnisse zusammen mit vielen Bildern zu den Forschern auf der Erde sendeten. Unser kosmischer Trip geht weiter. Nach weiteren 2 Minuten schon erreichen wir die Göttin der Liebe, unseren Morgenstern und Abendstern, die Venus. Der ungleiche Zwilling der Erde. Der Planet Venus und unsere Erde sind nicht nur Nachbarplaneten, sondern sie haben sehr viele Gemeinsamkeiten. So sind beide Planeten ähnlich groß und massereich. Ihre chemische Zusammensetzung ist auch vergleichbar. Außerdem besitzt Venus auch noch etwas Wasser in der Atmosphäre und sie ist auch nur ein bisschen näher an der Sonne, als wir es sind. Ihr Abstand zur Sonne beträgt 72% des Erdenabstands zur Sonne. Aufgrund solcher Gemeinsamkeiten, die die Venus fast zu einer Zwillingsschwester der Erde machen, wurde bis vor 50 Jahren noch gedacht, es könnte sich dort Leben auf der Oberfläche tummeln. Da die Wolkendecke der Venus so dick und dicht ist, dass man ihre Oberfläche nicht sehen kann, waren dabei der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, man machte sich sogar teilweise romantisierende Vorstellungen von Regenwäldern, prähistorischen Tieren und Ähnlichem. Immerhin wurde die Venus ja auch nach der römischen Liebesgöttin benannt. Und so malte man sich in buntesten Farben aus,
was auf der Venusoberfläche kreucht, fleucht, vegetiert und sich ineinander verliebt. Doch all diese Fantasien zerplatzten wie Seifenblasen, als man erstmals Forschungssonden zur Venus schickte und die Forscher von diesen Apparaten Messdaten und Bilder von der Venusoberfläche und den Bedingungen dort zugefunkt bekamen. Von Wäldern und Tieren keine Spur. Stattdessen eine von der dicken Wolkendecke verfinsterte Welt mit Vulkanen und Gräben. Der Luftdruck so hoch wie der Wasserdruck in der irdischen Tiefsee und es herrschen Temperaturen wie in einem Glutofen. Was an der ungewöhnlich dichten Luft, die auch noch zu allem Überfluss fast nur aus Kohlendioxid besteht, liegt. Hier ist ein gewaltiger galoppierender Treibhauseffekt im Gange. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, bestehen die Wolken auf der Venus auch noch aus ätzender Schwefelsäure, die Metall auflöst. Unter solchen Bedingungen existierten die Sonden nur wenige Minuten auf der Oberfläche, in denen sie Informationen zur Erde funkten, bis sie kaputt gingen. Die Venus mag also manche Ähnlichkeiten mit der Erde haben. Aber zum Glück gibt's dann noch einige kleine, feine Unterschiede, die wir vielleicht besser bewahren sollten. Wenn wir uns nun weiter von der Sonne entfernen, kommen wir nach 8 Minuten und 20 Sekunden reiner Reisezeit ohne Zwischenstopp bei ihr an. Bei der Erde. Der Oase des Sonnensystems. Von der Sonne aus der dritte Planet, die Erde, ist unsere Heimat und der einzige nicht vollkommen lebensfeindliche Ort des ganzen Sonnensystems. Hier gibt's viel mehr Wasser als auf allen anderen Felsenplaneten und hier und nur hier gibt es das Wasser auch in allen drei Aggregatzuständen fest, flüssig oder gasförmig. Es bedeckt in flüssiger Form 71% der Planetenoberfläche und stellt somit den mit Abstand größten Lebensraum dar, den sie zu bieten hat. Die 29% Landmassen sind aber nicht weniger stark bewohnt, da die Erdkruste, Lithosphäre genannt, in mehrere Platten zerbrochen ist, die auf dem flüssigen Erdmantel treiben, wandern Land- und Wassermassen, seit die Erde besteht, rund um den Globus. Bis vor 200 Millionen Jahren waren alle Landmassen zuletzt zu einem einzigen Superkontinent mit dem Namen Pangaea vereinigt. Lebewesen gibt's hier auf Erden bereits seit 3,8 Milliarden Jahren. Die Erde selbst ist, wie das ganze übrige Sonnensystem auch, 4,6 Milliarden Jahre alt. Und seit 550 Millionen Jahren gibt es auch Lebewesen, die man auch ohne Zuhilfenahme eines Mikroskops sehen kann. Temperaturen von minus 89 bis über 70 Grad plus wurden in der Natur auf Erden schon gemessen. Die höchste Erhebung der Erdoberfläche liegt in unserem Zeitalter bei 8848 Metern über dem Meeresspiegel, bekanntermaßen der Mount Everest. Der tiefste Punkt der Erdoberfläche liegt bei 11.035 Metern unter dem Meeresspiegel, das Challenger-Tief im Marianengraben. Eine ganz besondere Sehenswürdigkeit, wo wir schon gerade eben bei der Erde sind, die Erde besitzt einen der größten Monde des Sonnensystems, obwohl sie längst nicht der größte Planet ist. Deswegen ist das Größenverhältnis zwischen Planet und Mond im Falle der Erde einzigartig im Sonnensystem. Denn unser Mond würde größenmäßig ganz gut zu den größten Jupitermonden passen. Da Mondgestein chemisch mit dem Gestein des Erdinnern identisch ist, liegt der Verdacht nahe, dass der Mond aus der Erde heraus entstanden ist. Das muss zur Entstehungszeit des Sonnensystems durch einen Zusammenstoß der Urerde mit einem anderen Himmelskörper passiert sein. Die ursprüngliche Erde verschmolz mit diesem anderen Himmelskörper und wurde damit der Planet mit der Masse und Größe, in der wir ihn heute kennen. Bei jener Kollision der beiden Urplaneten wurde Material von der Erde weggeschleudert,
das sich zum Mond vereinigte. Ohne diesen Mond gäbe es uns höchstwahrscheinlich nicht, da er die Erde in ihren Bewegungen stabilisiert und damit zu einer Stabilisierung des Klimas und des Wetters kräftig beiträgt. Die Erdachse wird durch den Mond bei ca. 23 Grad ziemlich stabil gehalten. Also verdanken wir dem Mond auch unsere Existenz. Und so kann man sagen, hier auf Erden, hier sind wir Mensch, hier dürfen wir sein. So sehr Ihr Anblick uns auch berührt, wir müssen weiter. Wir können ja nach unserer Tour wieder gerne hierher zurückkehren, das werden wir auch auf jeden Fall tun, denn so faszinierend und interessant und sehenswert die anderen Orte unseres Sonnensystems auch sind, dauerhaft dort leben können wir nicht. Unser anderer Nachbar und kleine Bruder der Erde ist zwar deutlich weniger gastfreundlich, aber dafür nicht minder geheimnisvoll und rätselhaft als unser Heimatplanet. Nach weiteren knappen 5 Minuten haben wir ihn vor uns, den Mars, die Rostlaube unter den Planeten. Planet Mars ist von der Sonne 1,5 Mal so weit entfernt wie wir, daher liegt auch seine durchschnittliche Oberflächentemperatur bei knackigen minus 50 Grad Celsius. An seinen Polen liegen, wie bei der Erde, Schnee und Eis, aber diese Mars-Polarkappen bestehen nicht etwa aus Wasser, sondern aus gefrorenem CO2. Weil der Marsboden einiges an Eisen enthält, hat der Planet seine typisch rostrote Farbe. Diese rötliche Färbung brachte ihm dann ja auch den Namen des römischen Kriegsgottes Mars ein. Mars Atmosphäre besteht aus einer sehr, sehr, sehr dünnen Luft von CO2. Der Luftdruck an der Marsoberfläche ist daher so gering wie der Luftdruck in der Erdatmosphäre bei 80 Kilometer über dem Boden, und das ist bei uns schon der Übergang zum Weltraum. Weil Mars recht klein ist, hat er einfach nicht die Schwerkraft, um eine dichtere Atmosphäre festzuhalten. Wegen der dünnen Gashülle dringt auch sehr, sehr viel UV-Strahlung ungehindert zur Oberfläche. Also alles im Allem kein besonders einladender Ort. Und doch hat man auf dem Mars Gräben gefunden, die wie ausgetrocknete Flussbetten aussehen. Vielleicht gab es früher, vor Jahrmillionen, dort einmal wirklich Flüsse, Seen und Meere dort. Man weiß es aber nicht. Diese Gräben haben auch zum Mythos der Marsmenschen beigetragen. Und der Grund dafür war ein simpler Übersetzungsfehler. Ein italienischer Astronom hatte diese Gräben erstmals entdeckt und beschrieben. Er nannte sie natürlich Canali, was Gräben bedeutet, aber auch Kanal bedeuten könnte. Und da dies zu der Zeit geschah, als gerade der Panama-Kanal gebaut wurde, war das Missverständnis perfekt. Denn wenn es schon Kanäle auf der Oberfläche des Mars gab, dann muss die da ja auch jemand gebaut haben. So entstand der Mythos vom Marsmensch. Wasser in Form von Eis gibt es aber wahrscheinlich schon dort. Und vielleicht könnte es zumindest primitives Leben, also Bakterien, dort geben. Aber höhere Lebensformen wahrscheinlich nicht. Die Marsoberfläche zählt zahlreiche Canyons und erloschene Vulkane. Am rötlich-orangen Himmel stehen 2 Monde, die eigentlich nur von Mars-Schwerkraft eingefangene Meteoriten, besser gesagt Asteroiden, sind. Deswegen sind sie nicht runde Kugeln, sondern kleine kartoffelförmige Felsbrocken. Diese kartoffelförmigen Marsmonde tragen die Namen Deimos und Phobos, was so viel bedeutet wie Angst und Schrecken. In der griechischen Mythologie waren das die Zugpferde des Streitwagens des Ares. Viele Sonden, wie etwa die beiden Viking-Sonden und Forschungsroboter wie Pathfinder und Curiosity, haben den Mars schon besucht, und innerhalb der nächsten 20 Jahre will man weit genug sein, sogar Astronauten dort landen zu lassen. Wir können gespannt sein. Was wir hier vor uns haben, ist ein wahres Trümmerfeld.
Der Asteroidengürtel ist eine Ansammlung von unzähligen Felsbrocken und Steinen, die sich im Raum zwischen den Planetenbahnen von Mars und Jupiter befindet. Diese Felsstücke sind der Rest des Materials, aus denen vor 4,5 Milliarden Jahren die 4 Felsenplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars sich gebildet haben. Planeten entstehen wie alle anderen Objekte im Weltraum auch. Massen werden durch die Schwerkraft anderer Massen angezogen. Diese Massen wachsen so nach dem Schneeballprinzip immer schneller und immer weiter an, bis in ihrer Reichweite nichts mehr zum Einverleiben ist. Und bei den 4 Felsenplaneten bestanden diese Massen vor allem aus solchen Steinen und Felsstücken. Allerdings blieben einige davon übrig, als sich Erde und Co. bereits herausgebildet hatten. Und diese übrig gebliebenen Felsen sammelten sich um die Felsenplaneten herum in einem breiten Ring, dem Asteroidengürtel. Die Felsbrocken selbst nennt man Asteroiden. Manchen Planeten, wie eben dem Mars, dienen Asteroiden sogar als Monde. Selbiges gilt für die 4 Gasriesen, zu denen wir jetzt nun aufbrechen. Asteroiden können aber auch eventuell als Meteoriten auf Planeten einschlagen, wenn sie einem solchen zu nahe kommen, fragt mal die Dinosaurier. Die allermeisten Meteoriten kommen aus dem Asteroidengürtel, der aus dieser bedrohlichen Perspektive betrachtet ein kosmisches Minenfeld darstellt und so das Leben auf Erden in Atem hält. Doch hinter diesem Bereich des Asteroidengürtels wandert der Riese Jupiter um die Sonne. Und seine Existenz und seine Kraft ist für uns, die wir hier auf Erden leben, von wichtiger und lebensrettender Bedeutung. Jupiter, Fürst im Königreich der Sonne. Gut 5-mal weiter von der Sonne entfernt als unsere Erde und damit jenseits der Zone des Asteroidengürtels zieht ein gewaltiger, schnell rotierender Ball aus Gas seine Bahn um die Sonne. Es ist Jupiter. Und er allein ist sogar doppelt so schwer wie die anderen 7 Planeten zusammengenommen. Damit ist er mit riesigem Abstand der größte Planet des Sonnensystems und nicht umsonst nach dem römischen Göttervater benannt. Ihn umrunden 79 bekannte Monde, Stand November 2019, von denen die meisten eigentlich ja nur eingefangene kleine Asteroiden sind und entsprechend unrund und kartoffelförmig. Aber 4 Stück von diesen Monden sind dagegen besonders groß und rund. So groß und teilweise sogar noch ein bisschen größer als unser Mond. Diese 4 großen Jupitermonde, Ganymed, Callisto, Io und Europa, hat im Jahr 1610 bereits Galileo Galilei entdecken können durch sein selbstgebasteltes Fernrohr, weswegen sie auch die Galileischen Monde genannt werden. Der größte davon, Ganymed, ist sogar noch größer als der Planet Merkur. Und von seiner Masse her ist Ganymed doppelt so groß wie unser Mond. Jupiters immens große Masse, über 300 mal die Erde, sorgt für eine extrem starke Schwerkraft, die einen für uns auf der Erde sehr, sehr günstigen Nebeneffekt hat. Jupiter bewegt sich am äußersten Rand des Asteroidengürtels, aus dem ja die meisten Meteoriten kommen. Seine Schwerkraft beeinflusst diese Felsbrocken und hält den inneren Planeten und damit auch der Erde die meisten und größten Meteoriten vom Hals. Jupiter ist also nebenbei sehr, sehr wichtig für das irdische Leben. Zu nahe sollte man ihm aber dennoch aus mehreren Gründen auf gar keinen Fall kommen. Zum einen schon mal wegen seiner starken Anziehungskraft nicht. Aber da gibt's noch mehr Gefahren in der Nähe Jupiters, wie etwa das gigantische Magnetfeld, das Jupiter umgibt und das fast bis zur Bahn des Saturns reicht.
Dieses Magnetfeld unbeschadet zu durchqueren, war auch für alle Forschungssonden, die man zum Jupiter schickte, eine wahre Herausforderung. Jupiter selbst, in den die Erde über 1000 Mal hineinpassen würde, wäre kein guter Landeplatz, denn der Planet hat einfach keine feste Oberfläche, sondern besteht aus Gas, Wasserstoff und Helium hauptsächlich, denn davon gibt's im Weltraum am meisten. Gewitterstürme und Zyklone von 1000 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit und mit mehreren hundert Jahren Lebensdauer toben hier rund um den Planeten. Der große rote Fleck, ein Sturmwirbel, hier auch gut zu sehen, ist 3-mal so breit wie die ganze Erde. Und er wurde schon vor über 300 Jahren entdeckt und er existiert immer noch. Also, trotz seiner unbestreitbar sehr wichtigen Rolle im Sonnensystem und auch für uns hier auf diesem kleinen blauen Planeten, trotz dieser wichtigen Rolle, die er für uns spielt, ist Jupiter auch kein besonders gastfreundlicher Ort. Seine Monde aber sind sehr interessant, besonders die 4 galileischen Monde, in die unser Mond größtmäßig genau zwischen reinpassen würde. Bis zu Jupiter benötigt das Sonnenlicht, mit dem wir hierher gereist sind, bereits eine Dreiviertelstunde. Sind wir noch einmal genauso lange unterwegs, wie wir bislang von der Sonne aus zum Jupiter gebraucht haben, um den zweitgrößten Planeten und absoluten Blickfang des Sonnensystems zu besichtigen. Es ist Saturn. Saturn, der Herr der Ringe. So weit von der Sonne entfernt, dass das Sonnenlicht mehr als eine Stunde dorthin unterwegs ist, wandert der gelbliche stürmische Gasball Saturn durchs All und um die Sonne herum. Er ist beinahe 10-mal weiter von der Sonne entfernt, als die Erde es ist, und daher natürlich eiskalt. Seine beeindruckende Größe aber täuscht, denn obwohl er annähernd so groß scheint wie sein Nachbar Jupiter, hat er doch nur knapp ein Drittel von dessen Masse. Saturns Dichte ist nämlich von allen Planeten des Sonnensystems die geringste. Und er könnte wegen dieser geringen Dichte sogar auf Wasser schwimmen, gäbe es nur einen ausreichend großen Ozean. Er wird von 62 bekannten Monden begleitet, von denen der größte Titan heißt. Titan ist der zweitgrößte Mond des ganzen Sonnensystems. Er folgt gleich hinter Ganymed, dem größten Jupitermond, und auch er ist sogar noch größer als der Planet Merkur. Die anderen Saturnmonde sind dann deutlich kleiner und davon sind viele, wie schon bei Jupiter, einfach nur durch die Schwerkraft des Planeten eingefangene unförmige Felsklumpen. Neben den vielen Monden umrunden unzählige Staubpartikel, Eisklumpen und Steine den Saturn und bilden dabei dessen eindrucksvolles, prächtiges Ringsystem. Dieses Ringsystem ist in seiner Pracht und Ausprägung Saturns unverwechselbares Markenzeichen. Zwar haben auch die anderen Gasriesen Jupiter, Uranus und Neptun jeweils Ringe, ganz ähnlich wie Saturn, aber die sind so schmal und dunkel, dass sie nur aus der Nähe wirklich gut zu sehen sind und fotografiert werden konnten. Saturns Ringe dagegen sind auffällig und schon von Weitem zu sehen. Bereits im 17. Jahrhundert wurden sie von Galileo Galilei entdeckt, auch wenn dieser seine Entdeckung nicht richtig deuten konnte. Dafür war sein Fernrohr einfach nicht stark genug und so sahen sie für ihn wie Henkel am Planeten aus. Saturn ist nach dem römischen Gott des Ackerbaus benannt und war auch schon, abgesehen von seinen Ringen, den Römern, Griechen und Babyloniern vor Jahrtausenden bekannt. Mit Saturn endete nach antiker und mittelalterlicher Weltsicht das Sonnensystem bereits. Die weiter entfernten Planeten und anderen Objekte wurden erst in der Aufklärung und später entdeckt. Wir überwinden nun die einstige antike Grenze des Sonnensystems und machen uns auf, in die Region des Weltraums vorzudringen, die man erst später entdeckt hat und die man auch erst im 20. Jahrhundert wirklich durch Raumsonden erforschen konnte.
Nach insgesamt 2,5 Stunden Reisezeit mit Lichtgeschwindigkeit erreichen wir Uranus, den blauen Eisriesen. Uranus ist der erste Planet, der in der Neuzeit entdeckt wurde. Im Jahr 1781 stieß der deutschstämmige englische Astronom Wilhelm Herschel durch sein Teleskop zufällig auf diesen Himmelskörper. Er beabsichtigte ihn nach dem englischen König George III. Zu benennen, aber traditionsgemäß erhalten Planeten und andere kosmische Objekte mythologische Namen. Daher wurde der neue Planet, der doppelt so weit von der Sonne entfernt ist, wie der schon seit der Antike bekannte Planet Saturn, stattdessen nach dem griechischen Himmelsgott Uranos benannt. Uranus ist vom Volumen her der drittgrößte Planet des Sonnensystems. Von der Masse her jedoch wird er von seinem ähnlich großen Nachbar Neptun ein Stückchen übertroffen und ist so betrachtet der viertgrößte Planet. Der Riese besteht, wie alle Riesenplaneten, hier vorwiegend aus Wasserstoff und Heliumgas. Hinzu kommen noch etwas Ammoniak und Methan. Weil die oberste Schicht seiner Atmosphäre besonders dunstig und neblig ist, kann man aus der Nähe keine Wolkenmuster und Strukturen erkennen und Uranus wirkt so wie eine glatt polierte, türkisfarbene Kugel. Tatsächlich aber ist er kaum minder stürmisch und ungemütlich als die anderen Gasriesen. Uranus besitzt ein paar kohlenschwarze und hauchdünne Ringe, die man nur aus der Nähe sehen und per Kamera aufnehmen kann. Das tat die Raumsonde Voyager 2, als sie Anfang 1986 nach 8 Jahren Reisezeit bei Uranus vorbeikam. Auch wurden mittels dieser Forschungssonde mehrere Monde des Uranus entdeckt. Aktuell kennt man 27. Der größte davon heißt Titania und ist kleiner als unser Mond. Weil Uranus-Entdecker Herschel Engländer war und den Planeten nicht, so wie er es wollte, George nennen konnte, wurden dafür die Uranus-Monde in Gedenken an den Engländer Herschel nach Shakespeare-Figuren benannt, wie Titania, Oberon, Miranda oder Puck. Das Auffälligste, was wir an Uranus hier auf unserer Sightseeing-Tour erkennen können und was ihn zusätzlich zu einer echten Sehenswürdigkeit macht, ist die sonderbare Ausrichtung seiner Drehachse. Uranus wirkt, als wäre er umgestoßen worden, was vielleicht ja auch stimmt. Seine Achse ist um 97 Grad zur Umlaufbahn geneigt und sein Nordpol ist ständig auf die Sonne gerichtet. Wenn der Uranus seine Bahn zieht, wirkt er nicht, so wie die anderen Planeten, wie ein Kreisel, sondern sieht wie ein rollender Ball aus. Ob er wirklich von etwas beeinflusst oder umgestoßen wurde? Und wenn ja, was? Was bitte soll die Kraft haben, einen Riesenplaneten von 14,5 Erdenmassen umzuwerfen? Vielleicht ein anderer, ähnlich großer Riesenplanet? Neptun, ein eisiger Saphir. Der Riese Neptun, benannt nach dem römischen Meeresgott, wurde im Jahr 1846 vom in Berlin arbeitenden Astronom Johann Galle entdeckt. Und Neptuns Entdeckungsgeschichte ist einzigartig. Sie beginnt damit, dass man bei der Berechnung der Bahn des Uranus ungenau gearbeitet, geschlampt hatte. Dies aber dann nicht bemerkte und als sich Uranus nicht so bewegte wie vorausberechnet, schlussfolgerte man, dass noch weiter draußen ein Achterplanet sein müsse, der mit seiner Schwerkraft den Uranus in dessen Bewegung um die Sonne beeinflussen würde. Und so suchte man diesen unbekannten Planeten Nummer 8. Anhand der Abweichung des Uranus von dessen berechneter Bahn berechnete man nun mittels Newtonscher Gravitationsformeln die Position des gesuchten und bekannten Himmelskörpers. Johann Galle bekam die Koordinaten übermittelt und richtete sein Teleskop entsprechend aus.
Augenblicklich hatte er Neptun gefunden. Niemandem war damals klar, dass dies nur ein Zufall war. Schließlich hatten Uranus Abweichung, wie gesagt, nur mit falschen Berechnungen seiner Bahn aufgrund falscher Schätzung seiner Masse und somit nichts mit Neptun zu tun. Dieser wäre sowieso viel zu weit von diesem entfernt, um Uranus zu beeinflussen. Zumindest ist das heute der Fall. Aber wer weiß, ob die Planeten heute alle noch denselben Platz haben, an welchem sie einst entstanden. Neptun umrundet die Sonne in einer 30 Mal größeren Entfernung, als die Erde es tut. Das Sonnenlicht ist zu ihm gute 4 Stunden unterwegs und somit hat auch unsere Reise zu ihm so lange gedauert. Die Raumsonde Voyager 2 besuchte Neptun 1989 nach 12 Jahren Reise und schoss unter anderem das Bild, das wir hier sehen, vom blauen Gasgiganten. Auch wurden viele Messdaten zur Erde gefunkt. In Neptuns Atmosphäre toben Stürme, ihn weit über Schallgeschwindigkeit. Neben Wasserstoff und Helium enthält der Planet etwas Ammoniak, Methan und Wasser. Er besitzt ein kaum sichtbares Ringsystem und 14 bekannte Monde. Der größte davon trägt den Namen Triton. Triton ist kleiner als unser Mond und besteht aus Stein und Trockeneis. Es gibt sogar Vulkane auf Triton, aber diese spucken keine heiße Lava, sondern eiskalten Flüssigstickstoff aus, der alles gefrieren lässt. Man spricht hier von Kryovulkanismus. Auch wenn Neptun der äußerste Planet der Sonne ist, so ist nach Neptun das Sonnensystem noch lange nicht zu Ende. Hinter Neptun liegen weite leere Bereiche und breite Zonen mit unbegreiflich vielen Eis- und Felsbrocken. Aus diesen Bereichen kommen die Kometen auch zu uns, die verdammt ovalförmige Bahnen um die Sonne ziehen. Und mal hinter Neptun und ein andermal wieder in der Nähe der Erde oder der Sonne sind. Die Objekte in diesen Zonen nennt man daher, da sie hinter Neptun liegen, auch transneptunische Objekte. Ein Beispiel dafür ist ein altbekannter eisiger Ex-Planet. Pluto. Wir befinden uns hinter Neptun im Bereich der transneptunischen Objekte, genauer im sogenannten Kuipergürtel. Der Kuipergürtel ist ähnlich wie der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, allerdings liegt er natürlich viel weiter weg von der Sonne, Lichtstunden von der Sonne entfernt, und dieser Gürtel von Trockeneisbergen und Felsen umschließt als Ring von unbeschreiblich vielen Einzelstücken alle Planeten des Sonnensystems. Die Objekte des Kuipergürtels unterscheiden sich auch von Asteroiden in chemischer Hinsicht. Hier ist es halt natürlich viel, viel kälter als im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und die Felsbrocken enthalten sehr, sehr viel Eis. Viele von ihnen sind auch nur Eisklumpen und keine Felsbrocken. Oft ist es gefrorener Stickstoff oder gefrorenes Methangas, aber auch gefrorenes Wasser ist gern darunter. Diese Objekte in diesem Bereich, der bei der 30-fachen Erdentfernung zur Sonne beginnt und bei der etwa 50-fachen Erdentfernung zur Sonne ausläuft, sind sehr, sehr unterschiedlich groß und unterschiedlich geformt. Viele von ihnen sind ebenfalls unförmige, kartoffelartige Brocken. Ein paar davon sind aber sogar sehr, sehr kugelförmig. So etwa auch das bekannteste Objekt des Kuipergürtels, der Pluto. Pluto ist kleiner als unser Mond. Dass Pluto seit 2006 nicht mehr als Planet gilt, war vielmehr eine pragmatische Entscheidung der Wissenschaftler der Internationalen Astronomischen Union als eine rein wissenschaftliche Angelegenheit. Nachdem man schon seit längerem wusste, dass Pluto chemisch eher einem, wenn auch ziemlich kugelförmigen und übergroßen Kometen mit gefrorenem Innenleben gleicht
und nicht so ganz zu den anderen beiden Planetentypen des Sonnensystems passt, hätte man natürlich auch eine neue Kategorie von Planeten einführen können und Pluto dazu zählen können. Aber in den letzten Jahren vor Plutos Degradierung hatten Wissenschaftler beinahe jährlich im Bereich des Kuipergürtels und darüber hinaus weitere Pluto-artige Objekte ausfindig gemacht, wie etwa Quaoa oder Sedna. Objekte, die man so ebenfalls zu Planeten hätte erklären müssen, jedes Jahr. Man entschied sich 2006 dazu, für Pluto und seine Geschwister im Randgebiet des Sonnensystems eine ganz neue Kategorie von Himmelskörpern einzuführen. Die Kategorie der sogenannten Zwergplaneten. Und so dieses Problem zu umgehen. Es war eine praktische Lösung, wenn auch eine, die in ihrer Art und Weise, nämlich per Handzeichenabstimmung und indem man erstmals in der Geschichte überhaupt eine Definition für den Begriff erfand, eine Definition, bei welcher Pluto dann auch zufällig durchs Raster fiel, auch wenn es eine Entscheidung war, die bis heute in ihrer Art und Weise der Durchführung nicht unumstritten ist. Nun, nach Passage des Kuipergürtels erreichen wir das, was heute als Grenze des Sonnensystems gilt. Die Heliopause. 17 Lichtstunden von der Sonne und der Erde, unserem Heimatplaneten, entfernt und damit fast nach einer kompletten Tagesreise ist es soweit. Wir sind am Ziel. Nach fast einem kompletten Tag haben wir die Schwelle unseres Planetariums zum interstellaren Raum erreicht. Haben wir die Schwelle, die Grenze unseres Planetensystems zum interstellaren Raum erreicht. Hier, in dieser Zone, trifft der Sonnenwind und seine Teilchen auf die Materie, die von den anderen Sternen durch den interstellaren Raum zu uns gelangen. Dabei, bei diesem Aufeinandertreffen der Sternenpartikel, entsteht eine Art durchlässige, unsichtbare Blase, die das komplette Sonnensystem umgibt. Die Raumsonden Voyager 1 und 2 haben diese Blase, diese Heliopause, bereits durchquert und sind so in den dahinterliegenden interstellaren Raum gelangt. Der interstellare Raum ist der Raum zwischen den Sonnensystemen innerhalb der Milchstraße. In diesem interstellaren Raum, präzise im Raum zwischen unserem und dem nächsten, dennoch sehr, sehr weit entfernten Sonnensystem, wird wohl fast gar nichts los sein. Alles leer und schwarz. Aber, es wird zumindest dort noch etwas vermutet, dessen Existenz aber bis heute nicht bewiesen ist. Die sogenannte Oortschen-Wolke schließlich umschließt vielleicht wie eine riesige Sphäre aus Eisbrocken und Felsbrocken das gesamte Sonnensystem. Die Existenz dieser Wolke ist, wie gesagt, bislang nur Theorie. Aus diesem Bereich, in dem die Oortschen-Wolke vermutet wird, kommen üblicherweise viele Kometen. Aber diese kommen ja auch ebenfalls aus dem erwiesenermaßen existenten Kuipergürtel. Also die Existenz von Kometen beweist nicht die Existenz der Oortschen-Wolke. Die Oortschen-Wolke soll bei der über tausendfachen Erdentfernung zur Sonne allmählich beginnen und über ein Lichtjahr weit hinausreichen. Das Sonnensystem ist an dieser Stelle ja schon lange, lange zu Ende. Die Schwelle zum interstellaren Raum, die Heliopause, gilt unverändert als die Grenze unseres Sonnensystems. Und nun sind auch wir hier, an der Schwelle zum interstellaren Raum angelangt. Das nächste Sonnensystem, das Sonnensystem Alpha Centauri, liegt in sage und schreibe gut 4 Lichtjahren Entfernung
wobei bereits ein Lichtjahr circa 9,46 Billionen Kilometern entspricht. Da wir aber bereits bis hierher, bis zur Grenze unseres Sonnensystems, mit Lichtgeschwindigkeit uns von den Strahlen des Sonnenlichts einen kompletten Tag haben tragen lassen und wir wohl nach 4 Jahren Reisezeit sicherlich sehr, sehr mitgenommen wirken würden, wenn wir dann beim nächsten Stern ankämen, kehren wir doch stattdessen viel, viel lieber zurück. Zurück zu unserem Zuhause im sehr lebensfeindlichen, aber ehrfurchterregend majestätischen Kosmos. Zurück nach Hause. Zurück zur einzig wahren Erde. Unserem Raumschiff, das seit Jahrmilliarden mit über 100.000 Stundenkilometern unterwegs ist, um fremde Welten zu kreieren, neue Lebensräume zu erschaffen und darin neues Leben zu erfinden. Dabei dringen wir und dringt das Raumschiff Erde dorthin vor, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. In die Zukunft.